So, da bin ich wieder bei Mega Man X 8. Ja, nach dem epischen Fail von der letzten Folge plane ich erstmal ein riesiges Comeback und ich nehme auch mal ein paar andere Charaktere rein. Zuerst einmal zeige ich hier Labor, Intellekt. Ich habe die Steuerung wieder umgestellt, weil hier mit L1 sprinten und dann die Charaktere auf R1 und so zu wechseln, das ist, nachdem man das Spiel schon so oft durchgespielt hat, ein bisschen ungewohnt. Das habe ich wieder zurückgestellt. Weiß ich wenigstens, wo ich hindrücken muss. Das ist schon der Reflex, der bei mir angeboren ist. Das ist sehr ungewohnt, wenn ich halt unbeschert lasse. Deswegen habe ich zurückgestellt. So, und jetzt versuchen wir nochmal. Wir nehmen jetzt dieses Mal doch Axel und Zero. Wir nehmen wieder Pallet. Dann versuchen wir das Ganze nochmal souveräner zu lesen. Zu lösen. Und er weiß immer noch nicht, wo wir sind. Mann! Wir sind doch hier! So. Wir wissen auf jeden Fall, da oben ist was ganz Schönes. Ja, das haben wir schon. Ich hätte lieber jemand anderen noch nehmen sollen. Hätten die vielleicht was anderes gedacht. So, warte mal einen Moment. So, los geht's. So, wir nehmen jetzt Zero. So, das ist jetzt irgendwie doch gewohnter. So, und jetzt spiele ich professionell. Jetzt hast du keine Chance mehr. Jawohl. Ja, was sagst du dazu, hä? Ja, allein deswegen das Level noch mal neu zu starten. Hat sich schon gelohnt, weil das ist sehr ärgerlich. Ich muss sowieso, mein Gott, ich muss sowieso die meisten Level noch mal neu machen, um die ganzen Secrets zu finden und Rüstungsteile für Ex und was weiß ich. Also ich werde auf jeden Fall nicht darum herumkommen, ja, einige Level noch mal neu zu machen, aber so früh hier den leicht zu verpassbaren, nee, nicht leicht zu verpassbaren Chip zu holen, das ist schon ein bisschen unnötig. Hat überhaupt Punkte gegeben? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. So. Da guckt euch das mal an. Da können wir uns schon das erste Lebenslevel ab besorgen. So. Vorkehrungen sind getroffen. Ja, und jetzt kommt so ein kleiner Zwischenkampf. Der aber voll easy ist. So, wenn er so stampft, dann fallen wir von der Wand runter. Aber da wir nicht an der Wand sind, ist halt relativ egal. So, wenn wir hoch genug sind, dann ballert er uns mit seinen Strahl ab, ein bisschen nervig ist. So. Na, nein. Reicht das? Jawohl. So, und jetzt wechseln wir. Verdammt. So, normalerweise, okay, ich entdecke gerade einige Daten in der Nähe. Ich habe einige Wege, die euch bisher versperrt waren, sind jetzt offen. Ach ja, ja, wie gesagt, ich brauche die Navigatoren nicht mehr. Ich weiß schon, wo alles ist, also nicht alles, aber meiste. Seht ihr, das war auch schon ergiebig. Jetzt habe ich schon zwei Chips bekommen. Ich glaube mal bloß, dass ich den Rest hier alles ignoriere. So, hier können wir durch, nachdem wir eine Feuerwaffe haben. Ich habe nur eine Feuerwaffe. Nein, eine, die mit Feuer schießt. So. Weil richtig genial ist, der Typ geht verdammt langsam aus dem Bild. Und immer wenn wir ihm genug Schaden anrichten, dann hinterlässt er hier solche Dinger. Und so kann man voll leicht Metalle farmen. Mit Ex wäre das noch einfacher. Wenn er irgendwann, oh Gott, wenn er irgendwann so ein bestimmtes Rüstungsteil hat, dann kann man seine Schüsse verstärken. Mit einem Schuss tut man dann dauerhaft irgendwie Schaden machen und dann hinterlässt er nur noch solche Dinger.
Also falls ihr mal wissen wollt, wie man hier Metall farmen kann, da habt das gern geschehen. Oh, die sind zum Ende geflogen, das darf man nicht warten. Einholen können wir den, glaube ich, nicht. Ich glaube, wenn wir den mit Zero angreifen, dann bringt das nicht so viel. So, Axel muss jetzt heilen. Ne, jetzt muss Zero heilen. So, immer wenn wir jemanden angreifen und Schaden machen, dann geht eine roten Striche, die der ausgewechselte Charakter noch hat, weg. Weil er bringt nichts, weil er nicht offiziell Schaden angerichtet wird. Und da ist Axel gerade verreckt. Mein Gott, die machen voll Schaden. Ich unterschätze irgendwie den schweren Schwierigkeitsgrad. Kann das sein? Boah, da war unnötig knapp. So, jetzt haben wir ein Problem. Der Mechaniloid müsste im Lager vor euch sein. Seid vorsichtig da drin. Okay. Da ist eigentlich nicht schlimm. Wenn wir verrecken, dann kommen wir immer an einigen Checkpoints raus. Na, no. Oh, das ist nicht so schwer hier. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir ein paar Restart-Chips hier benutzen müssen. Oh Gott. Aber wenn wir am Ende die Level dann noch schaffen, dann ist es das eigentlich auch wert. Ja, das ist nicht so schwer. Es gibt viel schlimmere Räume. Da komme ich noch drauf zurück. Zack. Ja, ich glaube, so alle zwei Parts muss ich immer eine Level schaffen. Wenn ich Glück habe, passt das sogar in einem Part. Aber glaube ich nicht. Allein der Bosskampf könnte schon ein bisschen länger dauern, wenn ich Probleme habe. So, das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Oder? Du hast bis jetzt noch keinen Schaden gemacht. Hör auf damit. Jawohl. Hat sogar was gegeben. So, und ich glaube, wenn die diese blaue Anzeige hier über den Z und den A, der links von den Z und den A, jetzt unsere Teamleiste, wenn die voll ist, dann können wir so einen Doppelangriff machen. So, wenn aber eine Person tot ist, während wir diese Anzeige füllen, dann wird die, glaube ich, wiederbelebt. Das heißt, wenn das Ding voll ist, wird Axel wiederbelebt. Geil, war. So, jetzt müssen wir ihn noch erleben. Und wir hauen ihn einfach einen Kran um die Ohren. Wie vorhin. Oh, der hat mich getroffen, das darf nicht wahr sein. Oh, der hat mich getroffen und getötet. Boah, ach du Kacke. Ich hatte noch voll die Hälfte. So, ein neuer Versuch. Das ist es wert. Wenn wir die Level am Ende schaffen, ist das wert. Allemal. Ja, was habe ich gesagt? Ich bin gut in dem Spiel. Ja. Hab ich auch gedacht. Boah, der duckt sich ja, da darf ich fahren. Nein. Oh, schon wieder an der gleichen Stelle getroffen. Da weiß der Gegner voll einfach. Muss eigentlich nur hin und her rennen. Das scheiß Ding aktivieren. Bam. Wie dämlich das genau ist. Ne? Ich wollte das Ding treffen. Danke. Das Ding. Was macht der auch nichts. So. Und schon wieder ist ein Charakter von uns tot. Das müsste eigentlich locker in dem Part hier reinpassen. Kann ich auch pro Part eine Level machen. What's up? Ah, 9 Minuten. Ich brauche bestimmt nicht 6 Minuten, um den zu erledigen. Mit dem Einkaufen hatte ich noch reinballer und so weiter und so fort. Was übrigens Axels Hintergrundstory ist, weiß ich gar nicht. Der ist erst in X7 aufgetaucht. Ich habe mal eine Demo von dem Spiel gespielt, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, der ist da irgendwo ausgebrochen oder so und der ist ein Prototyp. Keine Ahnung. Zero ist ein Elite Maverick Hunter und X ist einer geworden, sag ich mal. So. Ich müsste eigentlich auch nur mit Axel schaffen, oder? Ja, was wir hier machen müssen, ist den sein Schild, den sein Hammer, den seinen Kopf hier abzuballern. Und ihn dann mit
allem, was wir haben, abzuschießen. Und mein Gott, ne. Oh. So, habe ich übrigens schon erwähnt. Epic Music. Ich liebe die Bosskampfmusik in dem Spiel. Das ist einfach so hammer. So, alles, was wir eigentlich noch machen müssen bis jetzt, ist, den abzuschießen mit einem Magma. So, immer schön den Helm abballern und Ende. So. Wenn die Musik ertönt, dann legt der Boss richtig los. Dann können wir ihn meistens während den Attacken keinen Schaden machen. Oder ist eigentlich noch einfach. Ich glaube, sehr viel mehr hat er auch gar nicht mehr drauf. Ja, das hier setzt er noch ein. Ja, wo sind wir denn hier bei Toho? Ich möchte nicht irgendwas ausreichen. Ja. Na gut. Neuer Versuch. Direkt vom Boss. Mit einem Bein. Ich hätte mir doch ein paar Heiltränke mitnehmen sollen. Na gut. Das Geniale ist, wenn man mit Zero schon die richtige Waffe hat, dann kann man den Helm dauerhaft kaputt machen. Okay, das hat man schon. Okay, jetzt das gleiche nochmal mit Zero. So, die Dinger möchte ich gerne auch zum Weg räumen. Sonst sind die ganze Zeit im Weg. Und er rennt noch nicht mal in seinen Helm rein. Bist du denn für ein Blöder? Au. So, ich muss hier oft wechseln, weil dann werden die HP regeneriert. Aua. So. Mein Gott. Ich unterscheide immer, ich unterschätze immer, oh Gott, der ist schon hier, in dem Modus. Ich unterschätze immer, wie viel Schaden die anrichten. Ist doch nicht zu fassen. So, das war's, glaube ich. So. Komm her. So, die Dinger können ruhig weg. Da wäre schön, wenn ich meinen... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! So, ich muss auch wechseln, damit die AP wieder regeneriert werden. So, ich wollte schon sagen, die Dinger können ruhig mal verschwinden. Und da kommen direkt die nächsten. Ich fasse nicht, ich schaffe den Krieg nicht. Oh, das darf doch nicht wahr sein. So, jetzt muss ich den aber schaffen. Sonst sieht das ganz schön peinlich aus. Oh, die Dings wird aber wieder ein bisschen aufgefüllt. So, geh weg bitte. Das sind da immer diese scheiß Dinger hier, die mich nerven. Diese blauen Dinger, die er abschießt. Ja, bis jetzt kamen wir gar nicht dazu, die abzuwerfen. Oh mein! Das darf nicht wahr sein. Ja, boah, ich kaufe mir nächstes Mal ein paar Heiltränke. Ich bin noch gar nicht da reingelaufen. Und wir müssen zurück zum Labor. Ja, müssen wir. Oh Mann. Und wieder Applaus, 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 Biera. Oder wie auch immer dieses italienische Lied heißt. Ja. Ja, da gucken wir uns direkt mal an. Ja, wir haben den Lebenstrank voll gefunden. Ja, super. Warte mal noch. Doppelbarriere. Okay, was es mit denen aber auf sich hat, das zeige ich euch im nächsten Part, wenn ich hoffentlich mal aufhöre zu failen. Ich bin da Nero LP. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr hattet bestimmt Spaß. Ihr seid bestimmt voll wehleidig. Was auch gut ist. Bin ich auch. Bis zum nächsten Part. Ciao. Bye bye. Habt noch Spaß am Tag.